Servus Mamis, willkommen zurück auf meinem Kanal. Wir beginnen gleich mit dem Video, denn heute geht es um die Technik des Flechtens von lockigen Haaren. Einige von euch haben sich dieses Video gewünscht, also zeige ich euch, wie ich Isaias Haare flechte. Aber bevor wir loslegen, vergiss nicht meinen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit ihr ja kein weiteres Video verpasst. Okay, with that being said, let's do this. Da kommt auch schon der kleine Mann frisch aus der Dusche. Falls ihr noch nicht das Haarwaschroutine-Video von uns gesehen habt, dann verlinke ich euch das gleich mal hier oben. In dem Video gebe ich euch ein paar Tipps, die das Entwirren der Locken erleichtern. So check that out if you haven't already. Aber für dieses Video sind Isaias Haare schon mal gewaschen. Isaia wäscht einmal die Woche die Haare. Davon wasche ich alle 2 Wochen seine Haare mit Shampoo und dann mit Conditioner. Ansonsten werden sie nur mit Conditioner gewaschen, was man Co-Washing nennt. Aber mehr dazu in dem anderen Video, was ich euch gerade eben verlinkt habe. Gut! Er ist ready, seine Haare trocknen immer extrem schnell. Deswegen ist Wasser die wichtigste Zutat fürs Braiden. Ich sehe auch einige Knoten, oje. Auch hier wieder ist Wasser die wichtigste Zutat. Denn wenn die Haare feucht sind, tut das Durchbürsten und Haare trennen weniger weh und das Haar wird dadurch auch nicht gerissen. Gut, als erstes befeuchte ich seine Haare. Wie ihr sehen könnt, sind die komplett trocken. Dafür verwende ich einfach eine ganz normale Wassersprayflasche. Die habe ich von der Pflanzenabteilung von IKEA. Kostet so 1 Euro oder sowas. Jetzt sind seine Haare gut befeuchtet und jetzt kommt auch schon das Trennen. Isaias bekommt nämlich 6 Braids und dafür teile ich seine Haare in 6 Sektionen. Da seine Haare sehr dicht sind, halbiere ich mal das Ganze und dann nehme ich die eine Hälfte, drittel es und dann nehme ich die zweite Hälfte und drittel es. Ja, werdet ihr eh alles sehen. Aber mir ist eine saubere Trennung wichtig und dafür verwende ich diesen Kamm mit Zacken, die aber stumpf sind. Damit die Zöpfe halbwegs gleich dick werden, weiß ich aus Erfahrung, wie seine Haare am Kopf verteilt sind. Deswegen geht die erste Sektion von Kopfscheitel bis zum Ohr. Die mittlere Sektion sieht dann etwas wie ein Zickzackmuster aus. Da ist auch das Zickzackmuster, was ich vorhin angesprochen habe. Ja, das ist eigentlich nur eine Zacke. Aber das hilft mir ungemein, weil so weiß ich, dass die Braids gleichmäßig werden. Mit der Zeit kommt dann ein Gefühl, wo man dann genau weiß, wo man eine Sektion ziehen muss, damit die Braids gleichmäßig werden. So, jetzt ist die erste Hälfte gedrittelt. Oh, viele mathematische Terms hier, I know. Aber ich glaube, ich verstehe, was ich meine. Jetzt ist die Hälfte getan, jetzt kommt die andere Seite natürlich dran. Und da versuche ich auch gleichmäßig zu bleiben. Aber da ich, wie gesagt, weiß, wo ich die Sektionen ziehe, ist es mir bis jetzt immer gut gelungen. So, jetzt sind wir auch schon mit dem Haare trennen fertig. Und ein weiterer Vorteil von Sektionen teilen ist, dass ich dadurch die Haare echt gut durchkämmen kann. Auch wenn Isaias jetzt keine Braids bekommt, sondern vielleicht nur ein Bun oder ein Low Bun oder die Haare offen, tue ich sie trotzdem immer in Sektionen teilen, um die Haare durchkämmen zu können. Das hilft einfach viel mehr, als das ganze Haar in einem durchzukämmen. Das ist nämlich sehr schmerzhaft. Und ja, leider sind da schon wieder Knoten. Gut, aber jetzt kommt auch das Durchkämmen dran. Da nehme ich die Wassersprayflasche, befeuchte das Haar wieder, weil, wie gesagt, diese Haare trocknen extrem schnell aus. Mache es ein bisschen feucht, aber eher an die Spitzen. Dann nehme ich auch etwas Shea Butter, also wirklich nicht viel, nur ein bisschen. Reibe es in die Hände, weil Shea Butter ist von der Konsistenz ein bisschen hart. Und durch die Reibung wird sie dann schön flüssig. Ich schmiere die Shea Butter in die Haare, vor allem in die Haarspitzen. Ich gebe sie nie direkt auf die Kopfhaut, weil Shea Butter ist von der Konsistenz, wie gesagt, sehr dick und das verstopft die Poren. Das ist natürlich nicht gut. Aber Shea Butter ist ja so vielseitig und ist einfach super für Haare und Haut. Vor allem für lockiges Haar ist sie perfekt. Sie detangelt, sprich man kann leichte Haare dadurch entwirren, also sie löst Knoten auf. Und man kann sie auch als Curl Definition Cream verwenden, weil sie die Locken ihren Bounce gibt. Das werdet ihr dann aber eh sehen. Jetzt entwirre ich einfach mal die Haare mit den Händen. Seine Haare sind heute extrem verknotet. Das ist einfach, weil
ja, ich irgendwie die letzten Tage nicht dazu gekommen bin, mich um seine Haare zu kümmern. Da habe ich den Salat. Aber ja, da beginne ich einfach mit den Händen mal sorgfältig alles und vorsichtig zu trennen, bevor ich zur Bürste greife. So, jetzt habe ich alles mit den Händen getrennt. Es sollte jetzt leichter sein zum Durchkämmen, deswegen nehme ich jetzt die Bürste. Hier beginne ich mit den Spitzen und arbeite mich langsam hinauf zu der Haarwurzel. Wie ihr sehen könnt, die Shea-Butter gibt auch so einen unglaublichen Schein. Ich liebe Shea-Butter. Like, I use it for everything. So, die erste Sektion ist mal durchgekämmt, jetzt beginnen wir zu flechten. Ich beginne immer hinten, by the way, das habe ich vorhin nicht erwähnt. Und wieso ich hinten beginne, I don't know, ich habe das Gefühl, das schaut einfach besser aus, wenn man von hinten beginnt und nach vorne sich arbeitet. Genauso wie mit dem Haare durchkämmen, man beginnt ja auch erst mit den Spitzen und arbeitet sich dann nach vorne. I don't know. Auf jeden Fall, für den ersten Braid teile ich seine Haare in 3 Strähnen. Und der Trick zu einem sauberen Look von Braids ist diese Teilung. Wie ihr da sehen könnt, beinhaltet die erste Strähne nur die untersten Haare. Die zweite Strähne packt alle Haare, die rechts seitlich beim Ohr sind. Und die dritte Strähne ist die, was am dichtesten ist und auch die, was am längsten ist, weil sie die Haare von der Mitte beinhaltet. So, und jetzt könnt ihr sehen, wie ich es flechte. Beim Braiden versuche ich auch, dass die Haare immer schön gestretched sind, also jede Strähne. Es ist kein Ziehen, aber es ist definitiv auch kein lockeres Braiden, weil, wie gesagt, möchte ich, dass die Haare auch für längere Tage schön und neat ausschauen. Und das ist eben wichtig beim Braiden, dass man ein bisschen sie stretcht und nicht locker braidet. Wie ihr sehen könnt, tue ich auch gleichzeitig die Haare entwirren, währenddem ich sie braide, also sie mit den Fingern Strähne für Strähne trennen, weil Locken einfach sich total leicht wieder verwirren können und so ist der Look einfach im Gesamtbild viel sauberer. Wenn ich dann fertig mit einem Braid bin, gebe ich noch etwas Shea-Butter an den Spitzen ran, um das Ganze zu versiegeln. Und damit die Braids nicht aufgehen, verwende ich ein kleines Gummiband, die durchaus aus Gummi sind. Es gibt nämlich auch welche Gummibänder, die in der Mitte so ein Metall enthalten. Das ist auf jeden Fall nicht gut, weil das reißt die Haare. Aber so Gummibänder, die durchaus aus Gummi sind, sind super. Besser wären Bänder aus Seide, aber ich habe bis jetzt noch nicht so kleine Gummibänder gefunden, die aus Seide sind. Aber das passt auch. Okay, one down, 5 to go. Oft werde ich gefragt, wie schaffe ich es, dass Isaiah so ruhig sitzt? Die Antwort darauf ist Serie gucken und Snacks. Mittlerweile brauche ich so 20 bis 25 Minuten, seine Haare zu machen. In der Zeit darf er seine Lieblingsserie schauen und wenn er nebenbei auch etwas mampft, ist er rundum glücklich. Alright, jetzt kommt der nächste Zopf dran und zwar der gleich neben dem, was wir gerade gebraided haben. Wir sind noch immer hinten. Same story, Haare anfeuchten, etwas Shea Butter rein. Mit den Fingern alles trennen, dann kommt die Bürste, durchbürsten, dann werden 3 Strähnchen gemacht, es wird gebraided. Versiegelt mit Shea Butter und Gummiringel drauf. 2 down, 4 to go. Jetzt kommt die mittlere Sektion dran. Wir sind wieder am Braiden. Ich bin immer wieder erstaunt, wie lange seine Haare geworden sind. Die wahre Länge von Locken sieht man ja von Anhieb nicht. The shrinkage is real, sagt man. Erst wenn man die Haare stretcht, sieht man es. Und Isaias Haare sind in einem Jahr so sehr gewachsen. Lockige Haare oder Afrohaare sind definitiv Haare, die sehr viel Aufmerksamkeit brauchen. Und ich spreche hier aus Erfahrung. Ich habe selber Afrohaare. Und weiß, dass das Ganze einfach eine Routine braucht. Aber ich liebe unsere Haare. Ich finde, sie sind wunderbar und wunderschön und einzigartig. Ach, jetzt mache ich hier einen Switch zu Self-Love in diesem Video. Aber ich wollte es mal gesagt haben. Es werden nämlich vielleicht Momente geben, wo Leute anderer Meinung sind und vielleicht etwas
nicht so Nettes über diese Haare sagen werden, aber ich finde, diese Zeit, die man verbringt, um die Haare zu pflegen, ist auch ein Bonding Experience zwischen Mutter und Kind oder Vater und Kind, und das ist auch irgendwie bestärkend. Das ist nämlich dieses fixe Ritual, einmal die Woche oder zweimal die Woche, wo Mama und Kind oder Papa und Kind einfach die Zeit für sich haben und wo das Kind etwas über sich besser kennenlernt. Und ich kann mich an meine Kindheit zurückerinnern, immer wenn ich eine neue Frisur von meiner Tante bekommen habe, habe ich mich so toll gefühlt, so schön, und sie hat mir das auch immer wieder vermittelt. Und ich finde, das ist einfach, wie gesagt, mehr als nur Haare flechten, man kann es auch als Bonding Experience sehen. Okay, genug mit Self-Care, let's get back to the hair care. Wir sind jetzt vorne angekommen und vorne sind die Haare ein bisschen tricky. Da sind nämlich ganz, ganz viele Babyhaare und bei Isaiah sind die Haare vorne am kürzesten. Vorne versuche ich die Braids wirklich schön und sauber zu flechten, weil das Gesicht auch irgendwie formt. Wisst ihr, was ich meine? Also ich achte wirklich drauf, wo ich auch ansetze, um zu flechten, und dass ich das dann genauso auf der anderen Seite auch mache, damit das alles schön gleichmäßig aussieht. Das Einzige ist, dass Babyhaare eben Babyhaare sind, das heißt, sie sind sehr brüchig, und deswegen versuche ich sie zu schonen, indem ich sie in den Zopf bekomme, wenn sie bleiben. Sie machen eh, was sie wollen, aber da ist, wie gesagt, diese Strähnenteilung sehr, sehr wichtig. Ich achte wirklich darauf, dass die eine Strähne bei dem Ohr und die eine Strähne bei der Stirn wirklich alle Babyhaare einfängt, wenn man das so sagen kann. Also wir sind bald fertig. 5 done, 1 more to go. So, aber jetzt ist Isaiah auch fertig. Er liebt seine Braids. Witzig ist, dass ich vor einem halben Jahr nur 4 Braids machen konnte. Aber wie gesagt, seine Haare sind so gewachsen und so dicht geworden, dass sich ganze 6 Braids ausgehen. Braids sind nach wie zuvor der beste Hair Protective Style for Kids. Vor allem, wenn sie in den Kindergarten gehen, wo ihr Alltag total aktiv ist und wo es ganz, ganz viel Abenteuer gibt, da ist es echt gut, dass die Lockenpracht in Braids geschont wird. Braids sind eigentlich super für jede Jahreszeit. Im Sommer zum Beispiel, wenn es sehr heiß ist, kann die Kopfhaut besser atmen und Luft bekommen, wenn die Haare in Braids sind. Vor allem sind sie praktisch an super heißen Sommertagen, denn wenn man die Haare offen trägt, wo es wirklich heiß draußen ist, kann sich sehr viel Hitze am Kopf sammeln, und das ist natürlich sehr unangenehm für das Kind. Und im Winter sind Braids eine praktische Frisur für Haubenträger. Ja, sie sehen danach leider nicht mehr so schön aus, weil der Stoff der Mütze an den Haaren reibt. Da kann ich euch den Tipp geben, ein Seidentuch in die Mütze reinzunähen. Aber mit den Braids kommen wir locker eine ganze Woche aus. Nach ca. 3 Tagen refreshe ich die Braids immer, einfach damit das Ganze wieder schön neat ausschaut. Aber wie ich die Braids refreshe, kann ich euch sehr gerne in einem anderen Video zeigen. Wir sind auch schon am Ende des Videos angekommen und werden jetzt gleich spazieren gehen. Isaiah ist mehr als ready. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Daumen hoch, wenn dem so ist. Solltet ihr Fragen oder Anregungen haben, dann gerne in den Kommentaren. Vergisst auch nicht zu abonnieren. Ich sehe, mein Kanal ist langsam am Wachsen. Aktuell sind wir 1200 Leute hier. Wow! Also danke für euren Support und Servus an alle Neuen hier. Dann sehen wir uns einfach in einem anderen Video. Bis zum nächsten Mal und tschüss! Self-respond.